willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es diesen Look hier. Mal was ganz Neues. Sehr farbenfroh. Ich fühle mich extrem wohl. Ich finde es so schön. Dieses Video hier ist in Kooperation mit Yves Saint Laurent entstanden. Und ich habe ein paar Produkte von dieser Marke benutzt. Ein paar davon kannte ich schon vorher. Ein paar davon habe ich neu kennengelernt. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. So, als erstes mal habe ich hier was Cooles Neues, was ich erst durch diese Kooperation lieben gelernt habe. Und zwar ist das ein Primer. Der hat so einen ganz leichten Rosastich. Und der, oh, der fühlt sich so geil an. Das gebe ich als allererstes mal so auf die Stellen, wo ich schnell nachglänze. Und ihr könnt jetzt mal auf meine Nase schauen. Weg. Seht ihr? Der Glanz ist sofort weg. Also das ist wirklich so ein Porefiller. Und gleichzeitig gibt er einem halt wirklich ein richtig, richtig schönes, mattes, ebenmäßiges Hautbild. Ich würde das wirklich gut einarbeiten. Ich werde ja immer direkt rot bei sowas, aber es geht bei mir schnell wieder weg. Ich habe das übrigens auch zwischendurch ein bisschen als Lip Primer benutzt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber für mich hat es tatsächlich gut funktioniert, weil das die Lippen schön geschmeidig macht und ist echt eine gute Unterlage. Die Lippen sehen viel glatter aus. Als nächstes benutze ich diese Foundation hier. Ich hatte vorher noch nie viele Foundations von Yves Saint Laurent ausprobiert. Ich kannte die Touche Eclat. Aber mit der hier komme ich tatsächlich am allerbesten klar. Ihr hört es wieder. Es ist eine sehr flüssige Foundation mit einem ganz tollen Finish. Wirklich. Wer es natürlicher haben möchte, kann noch einen feuchten Beauty Blender nehmen, aber die Foundation an sich ist schon relativ natürlich, also wirklich relativ, okay? Aber ich möchte schon ein kleines bisschen Deckkraft haben und deshalb benutze ich einen festgebundenen Pinsel, wie der hier zum Beispiel von Luxie. Die Foundation riecht übrigens nach Sommer, also wirklich. Hat jetzt nichts mit diesem Tutorial hier zu tun, aber die Foundation riecht einfach sommerlich, so frisch. Also richtig, richtig frisch. Jetzt muss ich hier mal erstmal meine Ohrringe weghalten. Oh, und es ist so traurig, meine ganze Bräune ist schon wieder weg. Ich muss sagen, ich behalte immer so eine leichte Grundbräune. Aber dann war es das dann auch schon wieder. Für manche ist das wahrscheinlich schon schwarz. Alles weg. Und diese Augenringe hier müssen ganz schnell wieder verschwinden. Deshalb benutze ich jetzt diesen Concealer hier. Das ist der All Hours Concealer. Ich möchte natürlich schon eine gute Deckkraft haben. Ich möchte aber, dass es natürlich aussieht, deshalb werde ich das jetzt nicht in einem großen Dreieck hier auftragen, sondern einmal unter den Augen ganz leicht, wirklich nur ein kleines bisschen hier und das war es auch schon. Ich verblende das Ganze dann mit dem Face Shape Pinsel Nummer 101 von Zoeva. Der Concealer ist sehr, sehr schön, sehr deckend. Aber wird nicht cakey unterm Auge. Das finde ich ist immer sehr, sehr schwierig zu finden. Da habe ich wirklich nur ein paar ganz wenige, die das auf die Reihe bekommen. Wer nicht so starke Augenringe hat und das noch natürlicher halten will, kann natürlich auch ganz klassisch den Touche Eclat nehmen. Den nehme ich, wenn ich dann wirklich im Alltag irgendwie ein bisschen was abdecken möchte. Aber jetzt für so ein Night-Make-up im Sommer, Grillparty, whatever, da möchte ich dann immer schon ein bisschen mehr Deckkraft haben. Unter meine Augen gebe ich jetzt als allererstes ganz leicht von MAC das Mineralize Powder in einer hellen Farbe. Also ist das hier ist jetzt die Farbe Light. Ich werde hier nicht baken. Es wird höchstwahrscheinlich dann warm sein. Das ist mir dann zu viel Produkt und es wird mir einfach zu dick. Fürs Gesicht aber möchte ich ja nicht noch mehr Deckkraft drauf geben, es sei denn, ihr habt irgendwo vereinzelt Stellen, die ihr noch mehr abdecken möchtet. Ansonsten würde ich euch empfehlen, jetzt ein transparentes Puder zu nehmen. Ich benutze jetzt das hier, nicht erschrecken, dass es hier so weiß ist. Das ist selbstverständlich auf dem Auge nicht, auf dem Auge, auf dem Gesicht nicht so weiß. Und damit werde ich jetzt die Stellen setten und auch ein bisschen großzügiger. Ja, wo ich schnell nachglänze, ne? Oder wo meine Poren so ein bisschen verstärkt sind. Das ist dann hier zum Beispiel. Und da gehe ich auch wirklich großzügig rein. Weil den Glow, den ich haben möchte, möchte ich gerne selbst bestimmen. Und ja, das werde ich später mit Highlighter machen und nicht mit meinem eigenen Hautfett. Als nächstes kommt mein Hoola Bronzer nochmal zum Einsatz. Er hat sehr lange versauern müssen in meiner Schublade, da er mir halt für den Sommer zu gräulich ist. Ich würde euch, wenn ihr den Make-up-Look aber so nachschminken wollt, wie ich es jetzt mache, würde ich euch schon empfehlen, sowas
gräuliches, aschiges zu nehmen. Denn ich werde darüber noch dieses hier geben. Und das hat so einen leichten Orangeton und der schimmert auch leicht. Also ihr seht hier, das hat schon so einen leichten orangefarbigen Unterton. Wirkt aber halt für so ein Sommer-Make-up einfach perfekt. Auch fürs Dekolleté, weil da halt so ein leichter Schimmer drin ist. Aber ich starte jetzt mit dem Hoola Bronzer, gehe einmal rein, tupfe das auf jeden Fall ab, damit es nicht zu viel wirkt. Und nehme die 101 von Zoeva und konturiere damit erstmal leicht mein Gesicht, aber wirklich nur ein wenig. Ich habe das Gefühl, meine Make-up-Tutorials bestehen immer aus nur ein wenig. Ja, eher der Natural Lover, beziehungsweise ganz viel Produkt, aber man sieht es am Ende nicht so doll. Das war's schon. Den Rest machen wir jetzt mit dem Bronzer. /Blush. Also es ist schon ein Bronzer, aber ich werde es so ein bisschen weiter nach vorne ziehen, als man es normalerweise mit einem Bronzer machen würde. Nehme dazu auch den gleichen Pinsel, tupfe das vorher ab. Und der hier ist wirklich gut pigmentiert, deswegen braucht ihr auch gar nicht so viel. Ich habe den jetzt wirklich schon ein paar Mal benutzt und er ist halt einfach wirklich noch komplett voll. Und ich will diese Folie hier nicht abmachen, weil da so schön noch Yves Saint Laurent draufsteht. Ich finde, das sieht voll schön aus. Ich finde es so gut, dass dieser hier zwar so einen leichten Schimmer hat, aber er ist trotzdem matt. Ich kann das schwer beschreiben, weil es sieht zwar matt auf dem Gesicht aus, aber die Haut sieht so nach Haut aus, wenn man das aufgetragen hat. Wisst ihr, was ich meine? Damit werde ich jetzt erstmal noch mein Dekolleté bräunen. Falls euch auch so übertrieben warm ist, hier sind es heute 36 Grad, ich sterbe fast. Geilste Erfrischung, einfach grünen Tee aufkochen, warten bis er abgekühlt ist, ab in den Kühlschrank und boah, mit Eiswürfeln und Zitrone oder so. Das ist so gut. Jetzt muss ich das für das Video doch abholen, weil ich möchte es als Spiegel benutzen, aber dann kann ich es nicht richtig sehen. Sowas abzuziehen ist eins der besten Feelings ever. Ich lasse meine Augenbrauen heute sehr natürlich. Ich bin ja gerade dabei, sie wachsen zu lassen, wie man vielleicht sehen kann, dass sie nicht mehr allzu dünn sind wie vorher. Ich fülle meine Augenbrauen nur auf. Heißt also, ich mache eigentlich nur ein paar Striche. Ich mache nicht so wie sonst hier unten eine gerade Linie, sondern ich fülle einzelne Härchen auf mit so kleinen natürlichen Strichen. So, ich glaube, natürlicher wird es heute nicht mehr. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Augenbrauengel drauf. Das hier ist von Anastasia Beverly Hills. Für alle, die sich übrigens immer wundern, warum ich immer so nach unten gucke, genau hier unten ist mein Monitor, damit ich immer sehen kann, ob alles gerade scharf ist, alles in Frame und so weiter. Als nächstes geht es weiter mit dieser Palette hier. Die habe ich bis jetzt noch nicht... Ach Mann, die habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. So sieht sie aus. Ich habe nur für heute nochmal ausgetestet, wie dieser Ton hier so wirkt. Deshalb sieht er ein bisschen dreckig aus. Denn wir wollen ja heute etwas in diese Richtung hier machen. Und ich setze als allererstes mein Lid mit dieser Farbe hier. Die Farbe hier hat schon so einen gelblichen Unterton, wie ihr sehen könnt. Und hat auch, so wie alle ABH-Paletten, eigentlich auch Fallout, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Da das heißt, dass die Farbe super pigmentiert ist. Als nächstes nehme ich jetzt diesen Braunton. Setze ich hier am äußeren Winkel an und verblende das in meine Lidfalte. Und ihr seht hier Fallout, aber einfach so lassen, beziehungsweise mit einem ganz fluffigen Pinsel, ohne aufzudrücken, das einmal wegwischen. Ich gehe immer noch mal mit dem Ringfinger in die erste Farbe und tupfe dann hier so ein bisschen noch mal was nach. Für das, was vielleicht von diesem Pinsel hier so ein bisschen wegverblendet wurde. Und dann gehe ich nochmal einmal drüber und so bleibt die Farbe auch intensiv. Dann nehme ich diesen Ton hier und einen ganz kleinen Pinsel. Das ist der M507 von Morphe. Und damit verblende ich jetzt nochmal alles so ein bisschen. So ein bisschen die äußere Linie, damit es ein bisschen schöner ausläuft. Sorry, habe vergessen auf Record zu drücken. Ich nehme diese Farbe jetzt hier und gebe sie in meinen inneren Augenwinkel, wie ihr sehen könnt. Für den unteren Wimpernkranz benutze ich diese Farbe hier diesmal zuerst. Gehe hier am unteren Wimpernkranz entlang.
Dann nehme ich einen schmaleren Pinsel, so wie den hier von Morphe, den E43er und gehe nochmal in den dunklen braunen Ton und damit werde ich jetzt meinen Wimpernkranz verdichten unten. Also ich setze wirklich nur am Wimpernkranz an. Ich dachte gerade, das ist eine Spinne. Und drücke die Farbe hier auf. Und jetzt nehme ich diesen Ton hier. Der sieht neonfarbiger aus, als er eigentlich auf dem Auge wirkt, finde ich. Und damit gebe ich jetzt nochmal so wirklich so den letzten Schliff. Nö, ich mag das manchmal mit Pinsel nicht. Ich nehme meinen Ringfinger und gebe das nur hier in die Mitte des Auges. Ah, nein. Weg. Ich gebe das nur in die Mitte des Auges, ganz dicht am Wimpernkranz und verblende es ganz leicht nach oben. Also nicht jetzt wirklich hier kompletto. So einmal, um das nochmal ein bisschen zu verstärken. Also zack. Und wenn ihr dann eure Wimpern wieder dunkel haben möchtet, falls da noch so ein paar restliche Schatten auf euren Wimpern sind, dann könnt ihr nochmal so einen ganz flachen Pinsel hier nehmen. Und dann entweder in braun oder in halt in schwarz gehen. Eure Augen schließen und dann einmal nur über die... Ich bürste das trotzdem immer nochmal durch, dass nicht nachher irgendwas dann hier unten hängt. Und zum Schluss benutze ich natürlich selbstverständlich auch noch eine Mascara, weil meine Wimpern sind jetzt schon fast nicht mehr vorhanden. Deshalb tusche ich sie dann die letzten Tage immer, bevor ich zum Aufwühlen gehe. Dann kommen wir zum Highlighter. Da benutze ich heute von Revolution diesen hier. Den mag ich ja sowieso mega gerne. Und der hat wirklich, der sieht so weiß aus, aber der hat so einen goldigen Schimmer. Ich würde natürlich niemals so viel Highlighter drauf machen. Das ist ja nie so mein Ding. Aber wenn man ihn dann verteilt, dann hat er einfach nur einen goldigen, wundervollen Schimmer. So, selbstverständlich in so einem Outfit muss hier überall noch Highlighter hin. Und hier. Bella, vor 2 Sekunden, ich würde niemals so viel Highlighter drauf machen. Okay, man würde nun meinen, ich bin fertig mit meinem Make-up und trage nur ein wenig Gloss auf. Aber nein, für einen besonderen schönen Anlass und gerade im Sommer darf es auch ruhig noch mehr Farbe sein. Und Yves Saint Laurent hat mir natürlich viele Produkte geschickt zum Austesten und einige kannte ich ja auch schon vorher und konnte sie deshalb schon direkt auswählen. Habe gesagt, ja, die will ich auf jeden Fall benutzen, vor allem die Produkte für die Haut, da ich schon genau wusste, wie sie auf meiner Haut sind und dass ich sie mag. Aber bei den Lippenprodukten habe ich mich so ein bisschen durchgetestet und ich habe eine Lip-Kombination, die einfach nur mega gut ist. Und zwar sind das diese beiden hier. Einmal ein richtig schöner Rotton, das ist die Vinyl Cream und eine Limited Edition von den Vernis à Lèvres. Und diese hier ist einfach nur toll. Verpackung überzeugt sofort, aber es kommt noch viel besser. Ihr seht schon, also Applikator ist unnormal. Ach man, ich wünschte, die Kamera könnte das so einfangen, wie es wirklich aussieht. Also es ist wirklich... Seht ihr das? In manchen Licht sieht man es nicht und dann bam, wenn die Sonne drauf scheint oder so. Das ist eine Limited Edition und die haben auch noch verschiedene Farben. Also es gibt auch hier zum Beispiel noch sowas hier in der Art. Aber dieser Topcoat passt halt wirklich zu jeder Lippenstiftfarbe zu. Jeder. Als allererstes die Vinyl Cream. Ich wünsche übrigens, jede Make-up-Marke würde so einen Applikator bitte an seine Lippenstifte machen. Es ist so einfach damit aufzutragen, weil vorne die Spitze ist. So, ich finde Gloss an sich ja immer ein bisschen schöner für den Sommer, aber jetzt kommt noch der Knüller. So, und ich gebe das nur in die Mitte und tupfe das ein bisschen auf. Und wirklich, je nachdem, wie das Licht ist, schimmert das in unterschiedlichen Farben. Das ist so ein schöner Holo-Effekt. Habe ich selten gesehen bei einem Lippenstift. Kann ich nur empfehlen, einfach mal austesten. Wo auch immer es Yves Saint Laurent gibt, wirklich einfach austesten. Ihr werdet höchstwahrscheinlich nicht enttäuscht sein. Klar, für manche ist das vielleicht ein bisschen too much. Oder manche trauen sich vielleicht noch nicht so, gerade auch mit einem roten Lippenstift, der glossy ist. Aber ich finde, für den Sommer ist es einfach... Ich fühle mich so wohl. Ich finde, das sieht so
gut aus. Das ist der fertige Look. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Ich hoffe, ihr könnt es gut zu Hause nachmachen. Ich hoffe, ihr traut euch, so wie ich, auch mal etwas anderes zu schminken und nicht immer nur in den Nude-Richtungen zu bleiben. Also ich bereue es nicht. Ich finde es wunderschön. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende, beziehungsweise eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Einen wunderschönen Sommer, eine tolle Sommernachtsparty und bis bald. Tschüss.